Das erste Mal auf Deutschlands Straßen, der Ökorenner aus Kalifornien. Und jetzt will ich's wissen, ist das Elektroauto auch was für den deutschen Markt? Das ist ja nicht das erste Elektroauto der Welt. Was ist das Besondere hieran? Das Besondere ist, dass dieses Elektroauto mit der Umweltfreundlichkeit und der Abgasfreiheit besonders hohe Fahrleistung verbindet. Eine konkrete Zahl? 0 auf 100, dieses Fahrzeug 3,9 Sekunden. Da müssen Sie lange suchen, bis Sie ein Auto finden, was mit diesem mithalten kann. Und so hört sich dann Vollgas im Öko-Zeitalter an. Beim Blick auf die Spritpreise erscheinen die Betriebskosten hier beneidenswert. Trotz steigender Stromkosten, das Auto hier ist deutlich günstiger als ein normales, oder? Das stimmt auf jeden Fall. Sie können mit diesem Auto bis zu 365 Kilometer weit fahren und die Stromkosten dafür betragen nur 4 Euro. 4 Euro pro Tankfüllung, E.ON, RWE, NBW und Vattenfall finden das offenbar nicht so attraktiv, denn keiner der großen vier beteiligt sich derzeit an der Entwicklung von Elektroautos. Erst die Japaner, jetzt die Amerikaner. Die Deutschen haben den Trend in Sachen Ökoautos verschlafen. Man arbeitet fieberhafter dran, in die Elektrifizierung des Antriebes zu gehen. Das heißt, in 3-4 Jahren werden die Deutschen da den Vorsprung von dem Tesla sicherlich aufgeholt haben. Umweltbewusstsein und Fahrspaß haben einen extremen Preis. 117.000 Euro kostet der Tesla, für eine wirkliche Ökorevolution zu teuer.